Ja, wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Projekt. Es lädt hier gerade. Das ist VVVVVV. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ist ein Spiel, das schon 2010 veröffentlicht wurde von Terry Cavanagh. Ist ein 2D-Plattformer im Retro-Stil. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut, um zu schauen, wie denn die Steuerung so ist. Relativ easy, aber erstmal hier ein bisschen Story. Sind so kleine Mannequins, sondern. Oh no! Is everything okay? No! We fit the Ninja Elevator Defense. Alarm! Something's wrong! We are going to crash! Evacuate! Oh no! Everyone off the ship! This shouldn't be happening! Es sollte nicht passieren, aber es passiert doch. So, wir sind also auf jeden Fall im Weltraum unterwegs. Phew! That was scary. At least we all escaped. Right, guys? Guys? Tja, das ist ja traurig. Willkommen aboard. So, wir sind dieses kleine Mannequin und müssen hier diesen Weg quasi finden. Wir können nicht springen, wir können aber die Gravitation ändern. Dann machen wir uns auch hier direkt mal weiter und hier sieht man schon, easy going, erstes Level, ja, erster Teil zumindestens. I wonder why the ship teleported me here alone. I hope everyone else get out okay. Oh, guck mal, wie traurig er guckt. Oh, da muss man schon aufpassen. Hier. Kleine Mannequins, kleine Monster. Ja, das Ding ist natürlich, dass, also die C-Dinger hier sind quasi so kleine Speicherpunkte, würde ich sagen. Man kann das halt ein bisschen abtimen, weil man hier dann was macht. Ich werde es auch mal hier versuchen. Falsch, schade. Also ihr seht, man spawnt dann wieder an den Punkten. Ich werde mal hier runtergehen. Okay. Verdammt, zu weit. Ich will mal zu diesem Ding da unten hingehen. Die Alpha 13 ist noch. Oh, das war jetzt dumm. Schafft er das so rüber? Nee. Wie macht er das? Die Alpha 13 von 7 Days to Die ist noch nicht raus. Und aus dem Grund. Habe ich jetzt mal geguckt, was man denn so machen kann als Ersatz. Congrats! You have found a shiny trinket. One out of 20. Sehr schön. It's a secret to nobody. Ja, da die Alpha 13 halt leider noch auf sich warten lässt, habe ich mich dafür entschieden, hier was anderes zu zeigen so lange. Und das ist jetzt dieses Spiel hier. Ich habe das im Steam-Markt gesehen. Aktivieren wir auch mal dieses Terminal hier. Personal Log. Almost everyone has been evacuated from the space station now. The rest of us are leaving in a couple of days, once our research has been completed. Also die suchen noch hier nach den ganzen Leuten, die noch eventuell übrig geblieben sind. Aber wir haben ja kein Problem hier, diesen Parcours zu bewältigen. Das ist ja easy. Guckt euch das mal an, ja. So, die Dinger hier, die lösen sich auf. Und das Teil nicht, das habe ich nämlich schon mal bis so weit habe ich schon gespielt, um zu gucken, wie es läuft. Verdiquis, are you out? Also wir werden angesprochen. Violet, is that you? Captain, you're okay. Something has gone horribly wrong with the ship's teleporter. I think everyone has been teleported away randomly. They could be anywhere. Oh no! I'm on the ship. It's damaged badly, but it's still intact. Where are you, Captain? I'm on some sort of space station. It seems pretty modern. Naja, so modern. There seems to be some sort of interference in this dimension, dimension. I'm broadcasting the coordinates of the ship to you now. Ah ja, also wir sehen jetzt, wo wir ungefähr sind. I can't teleport you back, but if you can find the teleporter anywhere nearby, you should be able to teleport back to me. Also müssen wir einen kleinen Teleporter finden. Wir wissen jetzt, ob er ist. Da unten das T scheint den Teleporter anzuzeigen. Okay, I'll try to find one. Sehr interessant. Good luck, Captain. I keep trying to find the rest of the crew. Comes Relay. So, dann machen wir uns auch hier mal so auf ein bisschen auf den Weg. Ja, und Alpha 13 scheint sich, wie gesagt, sehr wahrscheinlich zu verspäten. Und ich will ja diesen Slot trotzdem besetzen mit irgendwas. Und in dem Fall ist es dann eben hier dieses VVVVVVVVV. Einfach nur, um was nebenbei noch zu haben. Wir werden aber jetzt hier nach unten.
Oh, will ich das schaffen? Oh, das wird knapp. Hm, okay, ich mal gucken. Nee. Ja. Zuerst einmal wird das hier gemacht. Dann wollen wir mal schauen, wann die Alpha 13 kommt. Wenn es euch gefällt, dieses Spiel ist ein bisschen was anderes im Gegensatz zu sonst, was ich sonst habe. Dann, jetzt habe ich nicht konzentriert genug. Können wir das ja gerne mal, ansprechen und dann können wir mal schauen, was da so Schönes geht. Ich würde gerne nach unten links, weil ich glaube, da ist noch eins von diesen anderen Dingern. Na also. Press Enter to view map. Also mal schauen, was hier so Schönes ist. Oh, verdammt. Zack. Okay, da muss man schneller sein. Zack. Ahahaha, denkst du, mein Freund. Interessant. Es gibt übrigens ein Achievement dafür, dass man weniger als 500 Mal in diesem Spiel stirbt. Ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Oh, krass. Driller. Wie soll ich das denn schaffen? Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Ich werde es mal ein bisschen leiser stellen. Und mal gucken, wie es dann gleich bei euch sein wird. Das heißt gleich. Ich muss mal gucken. Ich kann leider keinen doppelten Doppel-Switch drücken. Also ich kann nicht hier so machen. Das geht leider nicht. Er macht es nur einmal. Also scheine ich jetzt hier wahrscheinlich schon verkehrt zu sein. Dann machen wir uns doch hier mal auf den Weg zurück. Den Weg. Okay, da ist ja der da. Wollen wir uns mal hier zurück auf den Weg machen und oben rum gehen. Ah, das ist das hier. Zack. Das ist kein Problem. Toad. Das war jetzt nicht besonders gut. Und nochmal. 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 Und jetzt sind wir wieder da. Und jetzt speichern wir hier auch erstmal. Oh, it's another one of those shiny things. Da ist das Teil, wo wir sogar hin müssen. I probably don't really need it, but it might be nice to take it back to the ship to study. Ja, natürlich. Dann wollen wir nochmal hier rüber. Okay. Das da oben dürfte auf keinen Fall weggehen. Genau. Hier unten sieht aus wie so kleine Affen oder sowas. Die dürfen wir nicht berühren. Zack, zack. Und zack. Nein! Knapp. Okay, also ihr seht, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man nicht diese Skills hat wie ich, ja. Aber ich zeige euch hier nur mal ein bisschen, na komm, wie schwer das sein kann. Ich würde es jetzt sogar mal, na, in einem Rutsch geht leider nicht, nicht zu langsam für. Jetzt muss nur noch der kommen und dann geht's direkt, na komm schon. Okay, ist auf jeden Fall sehr nett gemacht. Sehr einfach, sieht man ja auch von der Steuerung her, hat man nur die Pfeiltasten und je nachdem Action. In meinem Fall ist es dann die Leertaste. Ich hoffe, dass keiner von euch einen Death Counter hier mitmacht. Also ich werde es nicht machen. Viel zu schnell. Es ist gar nicht so einfach. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ich hier irgendwo auch einen dieser Speicherpunkte kriege. Es wird gesagt, dass es eigentlich sehr viele davon geben soll. Na also. Congratulations. You have found a shiny ticket. 2 out of 20. Yay, jetzt wieder zurück. Jetzt will ich natürlich das Ding hier auch komplett finden. Also wenn wir schon alle 20 Teile haben. Habe ich das jetzt eigentlich noch? Ja, cool. Problem ist nur, jetzt muss ich da doch wieder da unten hin, wo ich eben schon mal war. Das heißt, ich war ja im Prinzip sogar instant auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich dieses andere Ding da hinkriege. Ah, vergessen! Boo! Think fast. Habe ich gemacht. Driller. Also irgendwas mit Bohrer. Ich kann auch ganz kurz hier die Map öffnen. Da sind wir jetzt, ja. Okay. Ah, da unten ist safe. Cool. Interessant. Hätte ich das vorher gewusst? Keep playing. So. Gut zu wissen. Jetzt die Frage, wie komme ich da rum?
So nicht, offensichtlich. Ah, okay. Nein, das war jetzt also so leicht ist. Na komm jetzt, komm schon hier. Die Reaktion ist gerade richtig gut. Das erinnert mich ein bisschen an Duett. Ja, wo ja auch die Reaktion wichtig war, aber hier habe ich sie gerade gar nicht drauf. Fast. Und jetzt ist das Ganze rückwärts wieder, oder was? Oh, das ist ja assi. Ah, das ist aber sau nett gemacht, das Level. Also, es ist nicht leicht, aber trotzdem. If you prefer, you can press up or off. Ah, okay. Ah, ich kann mit denen auch die Dinger ändern. Okay. Also W und S sind ebenfalls Switcher, aber ich behalte mich lieber hier bei Leertaste. Juhu! Hallo, Geist! Nein, zu kurz. Ich würde es in einem Rutsch natürlich schaffen. Machen wir auch. Oh, hallo! Oder so. Jetzt kommen hier lauter Mannequins. Jetzt kommen hier lauter Aliens, ja. Ganz kurz mal gucken, wie sie sich bewegen. Dann machen wir das so. You, a teleporter! Press action to advance text. I can get back to the ship with this. A wrinkle in time. Los geht's! Press enter to teleport. Los, teleportier mich und wechseln wir. Hallo, Captain! Level complete. Level 1 ist geschafft, sehr schön. 12 Minuten, 11 Minuten. So in etwa, aber ich denke, wir machen auf jeden Fall noch weiter. So, Doctor, have you any idea what caused the crash? There's some sort of bizarre signal here that's interfering with our equipment. It's caused the ship to lose its quantum position, collapsing us into this dimension. Oh no. Ich finde das richtig nett, wie so unten dann so Gesichtszüge auf einmal so Angela Merkel werden. But I think we should be able to fix the ship and get out of here. As long as we can find the rest of the crew. Wieso hast du jetzt nicht wieder zurückentwickelt? We really don't know anything about this place. Oh, our friends could be anywhere. They could be lost or in danger. Oh nein. Can they teleport back here? Not unless they find some way to communicate with us. We can't pick up their signal, and they can't teleport here unless they know where the ship is. So, what do we do? We need to find them. Head out into the dimension and look for anywhere they might have ended up. Cool, wir sollen jetzt da draußen rumfliegen in der Dimension und nachschauen, ob wir sie nicht vielleicht doch finden können. Okay, where do we start? Well, I've been trying to find them with the ship's scanners. It's not working, but I did find something. Oh, was hast du denn gefunden? Lauter Fragezeichen. These points show up on our scans as having high energy patterns. There's a good chance they are teleporters, which means they are probably built near something important. They could be a very good place to start looking. Interessant. Wie sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15? Nette Geschichte. Okay, I'll head out and see what I can find. I'll be right here if you need any help. Ja, wie wär's, wenn du losgehst? Ich bleib hier. Kein Interesse. Tschüss. Okay, was haben wir hier oben? Press enter to activate terminal. Aktivieren wir doch mal. Jukebox. Songs will continue to play until you leave the ship. Collect trinkets to unlock new songs. Oh cool, haben wir. Next unlock 5 trinkets. Pushing onwards. Interessant. Passion for exploring. Jetzt haben wir also Musik freigeschaltet quasi. Hör mal. This seems like a good place to store those shiny things. Victoria loves to study the interesting things we find on our adventures. I hope she's okay. Ich finde das echt, man muss fast sagen, niedlich. Hey, gib mir das. Gib mir nicht. Achso, die werden hier nur gesammelt. Alles klar, klar. Das heißt, wir müssen hier runter. Das gehen wir hier lang. Hallo, Teleporter. Dann teleportieren wir uns doch einfach mal hier lang. Wohin kommen wir? Ah, das ist da unten das zurück? Nee, wollen wir nicht. Na doch, komm, wir gehen mal dahin. Da, wo wir herkommen.
Press Enter to teleport. Wahrscheinlich sind wir hier schon. Gehen wir mal nach rechts. Ich habe mir nicht durchgelesen in irgendeiner Art und Weise. Also ich komme wirklich komplett random hier runter. So, gehen wir erstmal hier lang. Hallo. Wir können halt auch nicht springen. Das heißt, wir kommen auch diese einfachen Dinger hier nicht hoch. Diese einfachen Stufen. Ja. Hallo. Ist hier noch irgendwas? Nö, da ist nichts. Wollen wir mal schauen, was wir hier Schönes finden. Also ist auf jeden Fall sehr interessant durch dieses Dimension-Geschichte, dass wir halt nie springen können und einfach nur hin und her nach oben, nach unten gehen müssen, um irgendwelche Wege zu finden. Also so kleine Rätsel. So, wollen wir hier mal lang gehen? Schauen wir mal, was hier Schönes gibt. Der Absturz. Nein, der wäre ein Safe-Game gewesen. Oh, knapp. So, den haben wir mal aktiviert. Ganz cool, wie wir sind. Aber ich würde hier gerne etwas vorsichtiger runtergehen. Oder auch gar nicht runtergehen. Das ist eine andere Möglichkeit. Hallo. Tschüss. Hilfe. Okay. Na toll. Wollen wir mal schauen, wo wir hier so landen. Ah, oh, hier ist ein Teleporter-Dingens. Dann teleportieren wir doch mal. Wo sind wir jetzt? Interessant, wir sind also bis da runtergekommen. Wir decken jetzt hier quasi gerade die Map auf. Ja. Und jetzt könnte ich, wenn ich wollte, hierhin teleportieren. Genau. Alles klar. Coole Geschichten. Jetzt gehen wir aber nochmal von hier aus, weil vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Wir sind da oben rum. Jetzt gehen wir doch mal hier lang. So, nehmen wir den Speicherpunkt mit und gucken mal hier, ob wir hier irgendwas oder irgendwen finden. Vor allem unsere Crew, ja. Okay. Wir hauen einfach mal ab. Keine Ahnung, wo wir jetzt landen. Können wir die Map aufmachen, wo wir gerade sind. Also noch ein bisschen in die Richtung und dann leicht nach oben. Nein. Keep playing. So. Noch ein bisschen in die Richtung. Okay. Jetzt müssten wir hier gleich nach oben gehen können. Genau hier. Jetzt müssten wir auf dem richtigen Punkt sein. Oh, wir sind schon zu weit. Aber okay, ganz oben links ist auch was. Von daher passt das schon. Lassen wir uns doch mal dahin gehen. Hier. So. Wollen wir mal gucken, was hier oben so Schönes ist. Wo führt uns das hin? Schön untersuchen. Speicher. Oh, jetzt müssen wir hier den Drop mitnehmen. Okay, also eine leichte S-Kurve. Das ist wieder so eine Gefühlssache. Ja, nicht zu weit gehen, aber nicht zu kurz, nicht zu früh, nicht zu spät. Blamier dich beim Runterfallen. So, geht doch. Hallo? Ist hier jemand? Irgendjemand von meiner Crew? Oh, da haben wir so ein schönes Ding ins Kirchen. Yay! You have found a shiny trinket. 3 out of 20. Das ist nett. Und das war's auch schon hier. Toll. Wo sind wir jetzt? Okay, also müssten wir hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht, hier müssten wir hoch, wahrscheinlich, um zu diesem Dingens zu kommen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Gehen wir nochmal zurück. Den ganzen Weg hier, die ganze Geschichte. Jetzt müssen wir natürlich dran denken, dass es genau andersrum ist. Jetzt werde ich hier wieder ganz viele Tode holen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, das richtig zu steuern. Weil ich dieses gefühlvolle Ding nicht habe, dieses gefühlvolle Bedienen der Tasten. Ja. Und vor allem dieses Abwarten, bis der Bildschirm sich ändert. Geht doch. Okay, jetzt geht's hier erstmal zurück. Müssen wir ganz kurz schauen. Da runter und dann bei der dritten Plattform muss es nach oben gehen. So, hier runter. Das ist die erste, die zweite und ich bin zu früh runter. Lass mal ganz kurz abstürzen und wieder hochgehen. Dun, dun. So, sind wir jetzt hier bei der dritten? Ja. Theoretisch wäre hier ein Aufgang, der ist hier aber nicht. Das ist hier zu Ende. Das ist doch genau der Punkt, oder? Ja, das ist der Punkt, wo wir sind. Alles klar, also so kommen wir nicht hier hin. Dann werden wir hier mal nach unten gehen. Oder wir gehen da ganz nach links oben wieder hin. Das könnte man auch machen. Das
Machen wir jetzt sogar mal. Den Punkt nehmen wir hier mit. Schauen wir hier lang. Wir werden jetzt sicherlich auch die ganze Zeit in den ganzen kommenden Folgen. Ich werde das jetzt vorerst mal auf den 7 Days to Die Punkt setzen. Zum einfachen Grund. Es ist wahrscheinlicher, dass das vorerst hier übernommen wird dadurch. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist also eine offene Karte. Okay, wissen wir jetzt auch. So dass ihr darauf euch einstellen könnt, dass am Mittwoch vorerst nochmal sowas kommen sollte. Sobald die Alpha 13 natürlich raus ist, ändert sich das wieder. Ah, toll, wir haben nur so ein Ding hier gekriegt. Aber immerhin, you have found a shiny trinket, 4 out of 20. Und ich denke, mit diesem Erfolg können wir hier die Folge erstmal sein lassen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr wollt mehr davon sehen. Wenn ihr ja, dann werden wir es auch weiterhin zeigen, auch wenn die Alpha 13 raus ist. Ansonsten bleibt es vorerst mal nur so ein Ersatzprogramm. Bis dahin, noch einen schönen Abend und ciao.